Ausgespülte Salzkavernen als große Batterie sozusagen. Hier können etwa in Form von Wasserstoff 6 Gigawatt Energie gespeichert werden. Immer wieder. Und zum Beispiel immer dann, wenn der Wind weht, die Sonne scheint oder das Wasser fließt. Die Speicherlösung für das extrem brennbare Gas war nur eine Lösung auf der Energy Storage, die großes Interesse hervorgerufen hat. Kanada hat nördlich der Seen, also an der kanadisch-amerikanischen Grenze, Salzlager, wo es auch schon Kavernen für die Speicherung von Erdgas gibt. Ohne Schwierigkeiten könnte man dort eine Wasserstoffkaverne anlegen. Ich weiß auch von früheren Begegnungen, dass die Emirate oder Saudi-Arabien auch Probleme haben. Die haben zwar viel Energie, aber die Energie wird ungleichmäßig abgefragt. Batterien, Tanks oder Pumpspeicher. In Zukunft werden wohl alle hier präsentierten Lösungen an der einen oder anderen Stelle eingesetzt werden müssen. So der Tenor auf der Energiespeicherkonferenz. Ein nicht mehr wegzudiskutierender Umstand, so die Veranstalter, der die Energy Storage stetig wachsen lässt. Noch im letzten Jahr kamen die Teilnehmer aus 13 Ländern, in diesem Jahr bereits aus 47 Ländern. Und das zeigt, dass wir hier die richtigen Themen im Konferenzprogramm haben. Aber wir konnten natürlich auch weitere Veranstaltungen hinzugewinnen, wie beispielsweise die Power-to-Gas-Tagung, die in der Vergangenheit in Regensburg stattgefunden hat. Übers Jahr verteilt wird die Messe Düsseldorf als Veranstalter die Energy Storage in die Welt tragen. In den USA, in Indien, China und Japan wird es Ableger geben. Auch das zeigt, am Thema Energiespeicher kommt schon in naher Zukunft keine Industrienation mehr vorbei.